Guten Abend, hier ist Dresden, hier ist der Schillergarten. Ich darf Sie begrüßen zu unserer Open-Air-Premiere bei 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Freue mich, dass Sie heute Abend hier dabei sind. Die Fußballsaison 2016-2017 geht so langsam zu Ende. Es ist die erfolgreichste Zweitligasaison der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Darüber, über die zweite Bundesliga, die Champions League, Fußballer, die uns begeistern, darüber wollen wir heute sprechen, mit tollen Gästen auf dem Podium. Stefan Effenberg, Thorsten Matuschka und Uwe Neuhaus. Aber die Aktualität der Ereignisse gebietet es, dass wir uns zunächst um die Vorfälle am Rande des Spiels am Sonntag in Karlsruhe kümmern. Dazu jetzt bei mir auf dem Podium einer der beliebtesten und gefragtesten Kommentatoren in Deutschland, kommentiert für DAZN, Eurosport, die Nationalmannschaft bei RTL und er ist Gewinner des Deutschen Fernsehpreises. Hallo Marco Hagemann. Ja, schönen guten Abend. Er hat zwei große sportliche Leidenschaften, den Handball und den Fußball. Er hat in dieser Saison viele Spiele von Dynamo Dresden bei Sky kommentiert und deshalb ist er hier, Carsten Pitschika. Und da wir jetzt über die Vorfälle in Karlsruhe reden, freue ich mich, dass der Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden auch oben auf dem Podium sitzt. Hallo, guten Abend, Ralf Minger. Hallo. Ralf, wie fühlt es sich an mit 48 Stunden Abstand, was da in Karlsruhe passiert ist, rund um die Partie? Auf Deutsch gesagt, scheiße. Ne? Ich selber war gar nicht in Karlsruhe dabei. Ich war in anderen Missionen im Ausland unterwegs. Hab geguckt, dass ich für die kommende Saison ein paar Spieler für unseren Kader sichte, akquiriere. Und hab dann natürlich, war im telefonischen Kontakt, hab gehört, was passiert ist. Hab dann natürlich auch die Bilder im Netz gesehen. Und kann bloß sagen, es braucht kein Mensch. Das ist, mehr als bedauerlich, dass in eine wirklich klasse Zweitligasaison diesen faden Beigeschmack erhält und ich bin ganz einfach im Moment enttäuscht. Das kann ich mir gut vorstellen. Welche Dinge enttäuschen dich denn am meisten? Wie lautet so deine Bilanz aus dem Sonntag? Ja, grundsätzlich haben wir ja unsere Werte und Normen und haben auch unsere Grenzen, die wir leben wollen. Und ein No-Go ist zum Beispiel, dass es da irgendwo verletzte Personen gibt. Also das muss ja zwangsläufig damit zusammenhängen, dass irgendwo Handgreiflichkeiten waren, Böller etc. Wenn Menschen oder die Gesundheit von Menschen gefährdet wird, das ist ein absolutes No-Go. Darüber hinaus ist es natürlich auch das Thema Gesamtbild. Wir ringen eigentlich um unseren Ruf und das seit längerer Zeit und waren, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg. Und da ist natürlich dieser Auftritt absolut kontraproduktiv gewesen. Dem ist sicherlich so. Für die Außendarstellung von Dynamo und vor allem der seiner Anhänger war es ein empfindlicher Rückschlag, Marco. Ja, ich meine, worüber reden wir? Ne? Ich glaube, wir können das Thema natürlich auch zerreden. Was da passiert ist in Karlsruhe, das hat jeder gesehen. Und ich glaube, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Ralf hat es jetzt gerade nochmal geschildert. Das ist für, egal bei welchem Verein das passiert, immer ganz schlecht für eine Außenwahrnehmung. Es gibt viele Vereine, auch in dieser Saison, die damit zu kämpfen hatten. Borussia Dortmund, da wurde die Südtribüne gesperrt. Das war jetzt auch einfach mal so ein Pauschalurteil. Und da wurden sehr viele ja auch bestraft, die damit überhaupt nichts zu tun hatten. Egal wo das passiert, ob das jetzt hier in Dresden passiert oder in Hamburg oder in Flensburg oder auf Sylt, das ist natürlich immer ein No-Go, das muss man ganz klar sagen. Rainer Koch, der DFB-Vize, hat von einer neuen Qualität der Vorfälle gestern gesprochen, droht schwerwiegende Konsequenzen an. Geisterspiele hat es hier schon gegeben in Dresden. Was könnten denn die schwerwiegenden Konsequenzen sein für den Verein, Carsten? Ich habe selten so viele Fragezeichen in den Gesichtern auch von den Verantwortlichen von Dynamo Dresden gesehen und mit allen, mit denen ich mich jetzt in den letzten beiden Tagen darüber unterhalten habe. Das ist die große Frage, was nun? Wir können jetzt darauf einprügeln. Ja, das ist eben auch Dresden. Sehr häufig extrem gut, das war extrem schlecht. Aber wenn wir die Spirale jetzt immer weiter drehen, wir haben Geisterspiele, wir haben Ausschluss aus dem Pokal, wir haben Zwangsabstieg bei Dynamo Dresden, was nun?
Wir können nicht von den Fans verlangen, dass es dort Lösungen gibt. Ich denke, dass die Politik da gefordert ist, dass der Verein gefordert ist und vor allem die Dachorganisation der Vereine, der Verband. Und dann immer nur diese Spirale hochzuschrauben, ist keine Lösung. Es macht es ja auch nicht besser. Immer Geisterspiele zu sanktionieren, Strafen auszusprechen. Ich bin ganz bei Carsten. Ich glaube, dass auch allen voran die Politik wirklich gefordert ist. Was ist denn passiert in den vergangenen Monaten und auch vielleicht sogar vergangenen Jahren, wenn was passiert ist, bei anderen Vereinen ja auch? Dresden hat es jetzt schon mal das eine oder andere Mal erwischt. Na klar, kommt immer schnell das Pauschalurteil, wieder in Dresden. Aber ich sage nochmal, die Politik zeigt dann immer mit dem Zeigefinger und sagt du und unternimmt nichts. Man kann nicht einfach sich da hinstellen wie Herr de Maizière und sagt so, alle müssen dann in den Knast und so weiter, sondern man muss ja auch die jeweiligen Personen erstmal ermitteln. Und dann muss es die Strafen geben. Und wir haben uns im Vorfeld ja auch darüber unterhalten, was ist denn in den vergangenen Monaten passiert bei diversen Ermittlungsverfahren. Vieles wurde eingestellt von der Staatsanwaltschaft oder es liegt brach. Und es passiert nichts. Und da ist die Politik natürlich auch ganz klar gefordert, eben, wenn sie schon Strafen fordert, die dann auch auszusprechen nach einem vernünftigen Ermittlungsverfahren. Halfi, läuft bei euch die Aufarbeitung des Ganzen vom Sonntag ab? Ja, wir sind bei weitem nicht abgetaucht, sondern wir... Du bist ja heute hier, also von daher... Wir betreiben das Thema auf Hochtouren. Wir haben auch heute wieder mehrere Stunden zusammengesessen, kostbare Zeit, gerade in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, wo wir die neue Saison vorbereiten. Aber wir wollen auch nicht oberflächlich damit umgehen. Und Stand jetzt werden wir uns dann am Donnerstag im Rahmen der Pressekonferenz zu dem Thema nochmal melden. Das ist eine Aussicht. Was natürlich nicht geht, ist diese Kriegsrhetorik. Krieg dem DFB ist irgendwie auch ein No-Go. Nein, überhaupt keine Frage. Der DFB ist der Dachverband und da tun wir gut daran, wenn wir uns arrangieren, dass es da auch hier und da mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Und verschiedene Perspektiven ist normal, aber wir sind Teil des DFBs und da ist Krieg die schlechteste aller Optionen. Also ich denke... Wir können dieses Thema heute nicht in voller Gänze ausdiskutieren. Es wird uns in den nächsten Tagen, du hast gesagt, am Donnerstag wird es wahrscheinlich eine Pressekonferenz geben und in den nächsten Wochen weiter beschäftigen. Wir sind natürlich gespannt, wie der DFB jetzt reagieren wird. Ich fand es trotzdem sehr gut, dass du Stellung bezogen hast und dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie ihr die Vorfälle der letzten Tage aufarbeitet. Vielleicht noch ganz klein, das sind nochmal so diese Konsequenzen, die im Raum stehen, ne? Und schnell und mit Nachdruck. Wir stoßen dort als Verein natürlich auch an Grenzen. Wir können das Hausrecht bemühen, indem wir Stadionverbote aussprechen. Wir werden den Dialog weiter forcieren, überhaupt keine Frage. Aber formal juristisch sind uns dort als Verein absolute Grenzen auferlegt. Persönlich stößt man natürlich auch an absolute Grenzen. Ich trage für den Laden die Verantwortung hier, dazu stehe ich. Ich stehe auch zu den Konsequenzen, die sich möglicherweise daraus ergeben. Aber es ist bei Weitem nicht so, dass wir das dahin plätschern lassen und gucken, was mal kommt. Wir wollen dem aktiv entgegentreten. Danke, Ralf. Carsten? Mein Eindruck ist im Moment, dass sich auch medial viel auf Dynamo kapriziert, dass jeder jetzt da ist und mit dem Zeigefinger auf Dynamo... Vielleicht hat der eine oder andere auch darauf gewartet. Und ja, das kann ich nicht beurteilen, also das glaube ich auch nicht. Aber wo ist dann die Aufarbeitung der Polizei bisher? Also wenn dort, wenn es verletzte Polizisten gibt, es gab nicht eine Festnahme, was ich bisher gehört habe, das ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Also da sind alle gefordert und dann einfach nur, was soll denn der Verein machen? Mhm. Was soll der Verein dann machen? Der Verein hat sich klar bekannt, hat gesagt, das geht überhaupt nicht, was da passiert ist. Und dann willst du sie ausschließen, also mir fehlt komplett die Fantasie. Wie gesagt, es wird spannend, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Wir sind natürlich auch gespannt, wie ihr euch am Donnerstag dann dazu äußern werdet. Ralf, ich fand's gut, dass du hier oben warst, die ersten 10 Minuten. Du hast viel zu tun und wir wissen das sehr zu schätzen. Danke dir und hoffen wir auf einen trotzdem guten Saisonabschluss am Sonntag gegen Bielefeld. Gerne. Allen noch viel Spaß heute Abend. Danke. Ralf Minge, danke schön.
War uns wichtig, darüber heute hier zu reden bei 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Und jetzt wollen wir aber auch uns um das Sportliche kümmern, denn das war eigentlich heute Abend und ist auch unser Hauptthema. Ja, und da freuen wir uns ganz besonders über einen Typen im deutschen Fußball. Sein Name wird beim Namen Typen immer wieder genannt. Leitwolf und Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern und immer klare Kante. Hallo in Dresden, Stefan Effenberg. Es gibt nicht viele Fußballer, die ein eigenes Lied von den Fans bekommen haben. Ihm wurde die Ehre bei Union Berlin zuteil. Er ist dort zur absoluten Legende geworden. Thorsten Matuschka. Letzte Saison ist er als Drittligameister souverän mit Dynamo aufgestiegen. Diese Spielzeit hat er die SGD auf Platz 5 in Liga 2 geführt. Hier ist der Chefcoach von Dynamo Dresden, hier ist Uwe Neuhaus. Stefan, ihr habt unten das natürlich mitbekommen, was gerade hier diskutiert wurde von Sportchef Ralf Minge. Wie haben Sie die Ereignisse vom Sonntag aufgenommen? Wie haben Sie auch gerade die Worte von Ralf Minge und der beiden Journalisten Carsten Petschika und Marco Hagemann aufgenommen? Ich glaube, grundsätzlich waren das offene und ehrliche Worte. Natürlich ist im Verein immer in gewissermaßen auch, sind die Hände gebunden. Ist immer nicht einfach. Aber man muss es natürlich aufarbeiten. Das ist ja logisch. Aber nur immer, und das hast du ja eben auch gerade gesagt, Marco, immer mit dem Finger auf Dresden zu zeigen und zu sagen, genau so sind sie, ist ja Quatsch. Also ich denke, der Sport muss im Vordergrund stehen. Gewalt hat im Fußball nichts zu suchen, das wissen wir alle, aber es wird wahrscheinlich schwierig, auch in der Zukunft das komplett ausschließen zu können. Ja, das ist fast unmöglich. Kümmern wir uns gleich um den Sport. Wollen Sie noch zu den Ereignissen rund um Karlsruhe, die haben Sie ja und die Mannschaft sicherlich auch bewegt. Medial wurde da ja einiges jetzt in den letzten Tagen oder kam in den letzten Stunden auf den Verein zu. Die Macht der Bilder, würde ich mal sagen, war ja schon nicht beeindruckend, aber das war schon teilweise verstörend. Ja, das ist für uns immer schwierig, vor Ort diese Dinge zu bewerten und zu beurteilen, weil wir uns eigentlich auf das Spiel fokussieren. Dann haben wir den Böllerschlag mitbekommen, eine riesige Druckwelle. Das war natürlich schon auch ein Schock. Aber alles, was sich vor und hinterher abgespielt hat, da sind wir ja gar nicht informiert gewesen. Deswegen der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, warum geht die Mannschaft nach solchen Vorfällen noch hinterher in die Kurve? Das kann man nicht bewerten. Also wir haben uns für die Unterstützung so wie immer bedankt. Und wenn man das natürlich dann hinterher mitbekommt, was da abgelaufen ist, dann muss man sagen, das ist überhaupt nicht zu tolerieren. Das kann man, ich habe mich richtig geschämt dafür, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und wir müssen uns bei allen, die irgendwie zu Schaden gekommen sind, in aller Form entschuldigen. Das möchte ich hiermit auch nochmal ausdrücken. Aber auf der anderen Seite ist es schon Fluch und Segen. Ja, den Fluch haben wir gerade schon auch dargestellt und der Segen ist natürlich diese unglaubliche Unterstützung, die, wenn sie positiv ist und zu unglaublichen Leistungen dann auch führt und so pusht auf dem Spielfeld, dass sie unglaubliche Spiele, so wie in dieser Saison 5-0 Stuttgart, nach 0-2 Rückstand 3-2 gegen Braunschweig und dieses Pokalspiel gegen RB, was wir noch drehen konnten. Ich weiß nicht, ob es ohne Unterstützung dieses fantastischen Publikums gegangen wäre. Und deswegen Fluch und Segen. Aber diese Dinge haben wirklich nicht zu suchen. Ein zweites Ereignis hat diesen Sonntag überschattet. Die schwere Verletzung von Stefan Kutschke. Schädel-Hirntrauma, die Diagnose. Sie haben Kontakt zu Stefan. Wie geht's ihm denn? Ja, also die ersten beiden Tage waren schon ziemlich schwierig. Auf dem Weg zum Krankenhaus hat er wieder versucht, schon zu flachsen. Wer ihn kennt, der weiß,
wie er vom Typ her so ist und wollte auf keinen Fall im Krankenhaus bleiben. Dann kam die erste Untersuchung, das Ergebnis und ja, dann hat er sich schon überreden lassen, was ja auch vernünftig gewesen ist. Er hat schon einen kleinen Bluterguss war zu erkennen. Und als die Bilder ausgewertet wurden, gab es eigentlich nur eine Entscheidung, das heißt in Karlsruhe zu bleiben im Krankenhaus. Die ersten beiden Tage waren ja sehr mäßig, immer wieder gute Phasen, schlechte Phasen. Erinnerungsvermögen ist auch noch nicht komplett da. Er wird wahrscheinlich bis Freitag da bleiben müssen, am Donnerstag noch eine Untersuchung über sich ergehen lassen müssen. Und dann hoffen wir alle, dass er natürlich Freitag wieder nach Hause kommt. Das hoffen wir auch. Stefan, wenn du uns jetzt zuschaust, dann beste Grüße, beste Genesungswünsche hier aus dem Schillergarten. Wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass du bald wieder in Dresden sein kannst. Stefan, wie nehmen Sie denn Dynamo Dresden so aus der Ferne wahr, auch sportlich natürlich, diese ganze Saison? Ja, eigentlich nur sportlich und da muss ich sagen, Sie haben eine ganz hervorragende Saison gespielt. Das habe ich dem Uwe auch gerade gesagt, wirklich konstant, auf wirklich gutem Niveau. Ja, Sie sind super in die Saison gekommen mit dem Pokalsieg gegen Leipzig. Das hat Ihnen mit Sicherheit auch nochmal so einen Schub gegeben. Ja, und dann waren sie, glaube ich, bis zum 26. Spieltag wirklich fett oben mit drin. Und dann kam ja nach diesem Spiel in Stuttgart, wo sie 3-0 geführt haben und leider nur einen Punkt mitgenommen haben. Das war vielleicht so ein bisschen so ein Knackpunkt. Ja. Also sie hätten durchaus mit einem Quäntchen Glück auch die Möglichkeit gehabt, um ganz oben mitzuspielen. Ich habe mal geschaut, so oft haben sie hier in Dresden gar nicht gespielt. Ein Länderspiel bestritten gegen Mexiko, mal mit Gladbach gewonnen. Da haben sie auch ein Tor geschossen. Also so oft waren ihre fußballerischen Begegnungen mit Dresden gar nicht so häufig. Ja, kann ich ja nichts für, oder? Nee, das lag eher an Dynamo. Thorsten, Sie haben viel, viel häufiger in Dresden gespielt. Ich glaube, Dynamo ist mit der Verein, gegen den Sie am häufigsten gespielt haben. Jetzt, wie schätzen Sie Dynamo so ein, die zweite Bundesliga, die Saison? Wie hat sich Ihr Ex-Trainer gemacht? Natürlich sehr, sehr gut. Habe ich ja vorher schon gesagt, dass ich das sage. Bleibe ruhig. Natürlich als Aufsteiger eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ja, bis zum Schluss sogar fast oben mit dabei gewesen. Viele, viele Punkte geholt, gute Spiele gemacht. Gerade zu Hause mit den Fans, das ist halt schon Wahnsinn. Und ja, es ist natürlich immer schwer in Dresden zu bestehen mit den Fans. Und ja, ich habe es ja selber mal öfters miterlebt mit Union. Es waren immer coole Spiele und immer Stimmung und immer Feuer drin. Und von daher hat das der Uwe schon ganz gut hingekriegt. Das hat er fein gemacht. Das ist mal ein Kompliment. Aber mal ganz ehrlich, ich habe im Internet mal nachgeschaut, gibt es so einen Blog, liga2.de, die haben vor der Saison in ihrer Vorschau geschrieben, ohnehin glauben wir, dass die SGD arge Probleme haben wird, die Klasse zu halten. Deren Tipp war damals Platz 16 bis 18. Prognose weit übertroffen, würde ich mal sagen. Herr Neuhaus. Soll ich da wirklich was zu sagen? Ja. Dann lassen wir mal Ihre Spieler zu Wort kommen. Die haben wir mal gefragt, wie Sie die Saison so einschätzen würden und vielleicht welche Schulnote Sie dem Ganzen geben würden. Ich denke, das war schon eine 2+. Also ich glaube, niemand hat erwartet, dass wir als Aufsteiger so eine gute Rolle spielen in dieser Saison. Und ich denke, das ist was, auch wenn die letzten Spiele nicht mehr so dolle waren. Aber vielleicht kriegen wir das hinten raus nochmal hin, die wirklich sehr gut war und man einem Aufsteiger wie uns sich zugetraut hätte. Ja, Hinrunde mit 2 und Rückrunde, ja, schwierig zu sagen, 3-4+. Ja, das bewegt sich auf jeden Fall im Zweierbereich. Wir haben vielleicht noch die Möglichkeit, ja, man muss ja auch mal Luft nach oben haben, sagen wir Zweierbereich. Einverstanden mit den Meinungen von kaufmännischen Geschäftsführer Michael Born und Marvin Stefaniak und Marco Hartmann und natürlich mit Platz 5. Ja, mit Platz 5 definitiv einverstanden, mit den Bewertungen nicht ganz. Ich glaube, das kann man ruhig noch ein bisschen nach oben treiben. Also 1- finde ich schon ganz gut. Eine 1 ist ja schon alles erreicht, was man erreichen kann. Wir haben es knapp verpasst. Ich finde, was man auch bewerten muss, ist die Art und Weise. Wir haben unsere Spielweise nicht geändert, wir haben genau das fortgesetzt, was wir in der dritten Liga begonnen haben. Das war für mich auch das entscheidende Kriterium, um eine Saison zu bewerten. Und wir haben ja auch nicht umsonst das
Saisonziel ausgegeben, uns als Mannschaft weiterzuentwickeln. Das haben wir definitiv gemacht. Wir haben schwierige Phasen überstanden. Wenn ich daran denke, in der Hinrunde nach dem vierten Spieltag Platz 2 mit 8 Punkten, dann 4 Spiele, einen Punkt geholt mit Stuttgart vor der Brust, Düsseldorf, Braunschweig, diese Spiele. Da mussten wir uns kurz wieder sammeln. Das hat die Mannschaft in beeindruckender Art und Weise gemacht. Und ja, Stuttgart 5:0 wieder nach Hause zu schicken, das war dann so der Wegbereiter für eine wirklich tolle Saison. Ich bin super zufrieden damit. Aber Carsten, die emotionalen Ausschläge hier in Dresden sind trotzdem riesengroß, auch wenn es ums Sportliche geht. Als der Verein neulich so mal die kleine Schwester an der Krise hatte und mal 5 Spiele nicht gewonnen hatte, also ist vielen hier im Umfeld schon das Gefühl für die erfolgreichste Zweitligasaison aller Zeiten tüchtig abgegangen. Genau deshalb würde ich nur ein einziges Wort dazu immer wieder bemühen. Aufsteiger. Wenn du als Aufsteiger nicht mal eine Delle in einer Saison hast, dann ist es ja Wahnsinn. Deshalb bin ich schon bei Uwe Neuhaus, wenn ich sage, diese Saison ist mit 1 zu bewerten. Wenn man sich diesen Spielerkader mal anguckt bei Dynamo, wer war denn vorher etablierter Zweitligaspieler? Ich habe jetzt keinen gefunden. Kein Hauptmann, den kannte man gar nicht, Hartmann nicht, Stefaniak nicht, Kutschke nicht, Hestroth nicht. Lumpi Lamberts. Lumpi Lamberts, okay, aber dann ist natürlich schon vorne eine 3 und dann kommen noch 3-4 Tage hinten dran, wo ich sage, etabliert ja, aber und wenn du mit dieser Mannschaft nicht ein einziges Mal in Abstiegssorgen kommst, sondern am Ende sogar noch oben um den Aufstieg mitspielen kannst, dann ist das riesig. Und wenn dann natürlich bei den Erwartungshaltungen, ja, Dresden wird sich auch immer natürlich mit den großen Zeiten messen lassen von Meisterschaft und internationaler Wettbewerb. Aber das macht ja den Verein aus, deshalb gibt es diese Ausschläge. Aber momentan Realität ist zweite Liga. Ist das ein Spiegelbild unserer Zeit eigentlich, dass vieles so schwarz-weiß gesehen wird, Held oder Versager, alles super gut oder alles super schlecht? Ich glaube, das Allerwichtigste sind ja die Verantwortlichen im Verein, die eine Zielsetzung vorgeben. Und ich glaube, da ist es immer ganz gut, als Aufsteiger eben nicht zu träumen von ganz großen Dingen, sondern grundsätzlich gilt es für einen Aufsteiger gegen oder nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Aber man sieht auch im Fußball, auch in der ersten Liga, was alles möglich ist. Ja, da sind 2 Aufsteiger hochgekommen, die uns vielleicht im nächsten Jahr international vertreten. Der eine auf jeden Fall mit Leipzig und der andere vielleicht mit Freiburg. Also da ist so viel möglich im Fußball. Wichtig ist immer nur, dass nochmal der Trainer und auch die Verantwortlichen das alles realistisch einstufen und einschätzen und dementsprechend auch eine Vorgabe geben für eine Saison. Marco, wie nimmst du das wahr, so die Emotionalität bei Fußballvereinen, vielleicht auch speziell jetzt hier in Dresden, dass nach 3 Niederlagen auch mal so das Grummeln anfängt? Ja, normal? Ja, ich würde jetzt nicht komplett alle über einen Kamm scheren. Ja. Also es gibt natürlich auch genügend Fans, die das ganz realistisch einschätzen können, was in einem Verein vorgeht. Stefan hat gerade über die Erstliga gesprochen. Ich erinnere mich da an den ersten FC Köln. Ja. Wenn der mal 2 Spiele gewonnen hat, dann hat ganz Köln wirklich gefühlt schon von der Champions League gesprochen. Mittlerweile ist das ja dank Jörg Schmadtke und Peter Stöger wirklich in realistische Bahnen gelenkt worden. Natürlich passiert das ja. Meine Fans, die träumen natürlich auch. Und das ist auch vollkommen richtig so, dass sie dann von etwas höheren träumen, vielleicht eben auch von Aufstiegern in die erste Liga, mal so einen Durchmarsch zu machen. Und Dynamo war ja eben lange oben dran. Und dass dann auch die Fans, wenn eine Delle kommt, auch mal enttäuscht sind, ist doch gar keine Frage, weil sie ja auch den Erstliga-Fußball wieder gerne sehen möchten. Und aber ich glaube, am Ende des Tages werden alle, glaube ich, die jetzt auch hier sitzen, die Saison als überragend einstufen. Wenn es eine Rekordsaison gibt, oder mit dem Sieg gegen Bielefeld, einen überragenden Abschluss zu finden. Dann wird angegriffen in der kommenden Saison. Wird nicht einfacher werden, aber träumen muss ja erlaubt sein. Über die kommende Saison wollen wir natürlich später noch reden. Post mal hypothetisch gefragt, wie wäre das bei Union Berlin? Sie haben ja nun 299 Spiele für die Eisernen absolviert, 70 Tore geschossen. Berlin in einer ähnlichen Situation, souverän als Drittligameister aufgestiegen, Klassenerhalt geschafft und dann so eine Delle. Wie reagiert da der Fan in Berlin? Ich glaube, bei uns, wir hatten eigentlich immer Ruhe in den ganzen Jahren in der zweiten Liga, gerade nach dem Aufstieg und ist ja klar, dass die Fans träumen, wenn man als Aufsteiger gut dabei ist, bis zum 26. Spieltag oben dran schnuppert. Und dann will man natürlich als Fan mehr, ist doch klar. Aber wie die anderen schon gesagt haben, wichtig ist, dass der Verein das einschätzt. Und den Rest kann man ja sowieso nicht beeinflussen. Es gibt viele Fans, die träumen.
viele Fans, die sehen es realistisch, aber wie gesagt, in oder bei Union war es immer relativ ruhig, oder Uwe? Ja, also wie gesagt, wir hatten halt auch nie richtig was mit dem Abstieg zu tun und richtig bis nach oben hat es halt auch nicht gereicht. Also von daher hat sich Union Berlin in den letzten Jahren etabliert in der zweiten Liga und ich glaube, es ist erstmal wichtig, um dann vielleicht den nächsten Schritt gehen zu können. Hat es leider auch in dieser Saison nicht gereicht für Union. Darüber sprechen wir später noch. Nochmal ganz kurz zu Dresden. An einem wurde so ein bisschen die Kritik der letzten Woche ganz besonders festgemacht, exemplarisch dafür, 22 Jahre, seit 2011 bei Dynamo, 106 Pflichtspiele, 7 Tore, 36 Vorlagen und im Sommer Dynamos Rekordtransfer, Marvin Stefaniak. Habe ich mir anders vorgestellt. Ich weiß, dass ich nicht auf meinem höchsten Niveau spiele. Ich habe halt die gewisse Leichtigkeit in meinem Spiel und es wird halt bezeugt oder geredet, dass zu leicht es alles aussieht und alles drum und dran, aber ich bin der Meinung, dass es nicht so ist, dass mein Spiel schon immer so war, dass es jetzt bloß extremer wieder auffällt, weil wir verloren haben, weil Marvin Stefaniak scheiße ist oder schlecht drauf ist und ja, kann ich nichts dafür. Ich habe schon immer so Fußball gespielt, man darf nicht vergessen, wo ich herkomme, ich weiß es selber, wo ich herkomme. Und ich habe sehr viel Dynamo gegeben. Ich habe letzte Saison dritte Liga so viel Vorlagen, Eile und Hefele und was ich wen aufgelegt, da wo wir aufgestiegen sind. Und das ist schon wieder alles vergessen. Hier zählt es bloß, wer Tore schießt, wer die Vorlagen gibt und auf andere Dinge werden gar nicht geachtet. Und ich hätte damals vor anderthalb Jahren schon wechseln können. Bloß ich weiß, wo ich herkomme, was ich erwähnt habe und wollte Dynamo mit meiner 2 Millionen Ablösesumme Gutes tun und zeigen, ich bin Dresdner Junge und davon können sie was anderes wieder Gutes holen. Und ich hoffe, das wird auch getan. Ich bin einfach enttäuscht darüber, über die Fans, die mich auspfeifen oder Sonstiges tun. Und das gehört sich nicht im Fußball. Ja, und deswegen hoffe ich, dass alle, die das sehen oder andere Dinge halt, dass die wirklich mal klar im Kopf werden und wirklich sehen, dass ich ein lieber Kerl bin und ein ehrlicher Kerl und dass sie zum letzten Spiel mich wirklich unterstützen und nochmal zeigen, dass es wirklich mein letztes Spiel ist und ja, ich hoffe einfach so sehr, dass das nicht ein schlechtes Ende nimmt. Alle pfeifen, wenn mein Name gerufen wird, ihr mit dem Ralf, wenn ich verabschiedet werde oder sonst was und ich glaube, das müssen sich alle im Kopf hinterfragen. Trainer, eins ist, glaube ich, klar, der Junge hat nichts geklaut. Sie haben ihn, glaube ich, am letzten Sonntag auch ganz bewusst mal draußen gelassen in Karlsruhe. Wie sehen Sie denn seine Situation? Ich denke mal, wenn er im Vorjahr schon gegangen wäre, hätte man ihn mit Hefele und Eilers gemeinsam aus dem Stadion getragen. Jetzt ist es ein bisschen anders. Ja, das ist in der Tat so. Ich glaube, das wäre so gekommen. Wenn er letztes Jahr gegangen wäre, dann wäre er einer der großen Helden gewesen. Dann hat sich, man darf auch nicht vergessen, gerade der Punkt Zweitliga-Erfahrung ist nicht vorhanden. Ja, dann die Erwartungen nach dem Transfer oder nach der Bekanntgabe des Transfers zum VfL Wolfsburg, ja, der muss die Dinger jetzt alleine entscheiden. Ich finde, er hat eine gute Vorbereitung, eine gute Hinserie gespielt. Dass die Rückserie nicht seine war, ich glaube, das weiß er selber auch. Ich habe ihn aber trotzdem immer wieder in Schutz genommen, und zwar aus folgendem Grund. Ich weiß, was er kann, ich weiß, was er mehr kann, als er im Moment gezeigt hat. Für mich war aber entscheidend, dass er alles für die Mannschaft gibt. Und wenn er einen Ball verloren hat, ist er postwendend hinterhergegangen. Also das kann man ihm nicht vorwerfen. Und deswegen, solange ein Junge, der hier aus Dresden kommt, so klar im Kopf ist, dann werde ich ihn auch nicht fallen lassen. Das war für mich ja eigentlich nie ein Thema. Stefan, Sie kennen sich ja mit Druck und auch Pfiffen aus dem eigenen Lager ganz gut aus. Ich habe mal geguckt, gleich beim ersten Länderspiel damals in Nürnberg gegen Wales gab es Pfiffe. Das kulminierte dann gerade bei der WM 1994. Beim ersten Länderspiel waren Sie gerade mal 23 Jahre alt. Ja, wie sollte Marvin Stefaniak jetzt am besten mit der Situation umgehen? Was wäre Ihr Rat? Also die Pfiffe da bei den Länderspielen waren ja nicht gegen mich gerichtet. Nein, das sind so Phasen in einer Karriere. Ich meine, der Junge ist 22, die gehören vielleicht auch mal dazu. Ja? Und er muss da sportlich mit umgehen und daraus lernen. Aus Fehlern muss man immer lernen und das muss er. Ich glaube,
er geht ja nicht umsonst nach Wolfsburg. Also irgendwas muss er ja sportlich gemacht haben hier, dass Wolfsburg da Interesse hat und den Jungen verpflichtet. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Zumindest kann er sich dort aufs Sportliche konzentrieren. Das Ablenkungspotenzial ist nicht ganz so groß in Wolfsburg. Sie wissen das ja aus eigener Erfahrung. Nein, das ist ja ganz wichtig, dass er sich auf das Sportliche konzentriert. Und wie gesagt, wenn er mal ausgepfiffen wird oder mit der Situation unzufrieden ist, dann muss man das als Profi auch abschütteln. Das muss man schon mal sagen. Ja, auch dafür wird man ein Stück weit bezahlt. Und wenn Druck da ist, auch daran kann man wachsen. Und er muss nach vorne schauen, nicht nach links, nicht nach rechts, nicht nach hinten, sondern wirklich nur nach vorne schauen und den Weg weitergehen. Findet er in Wolfsburg wieder zu alter Leichtigkeit, Carsten? Ich hoffe es für ihn. Wenn ich mir dieses Interview da gerade anhöre, was er gegeben hat, dann merkt man, was der Junge für einen Rucksack auf hat. Wenn er sich selbst so viel erklärt, sich selbst hinterfragt, aber sein Ziel scheint ja zu sein, in der Bundesliga zu spielen. Und deshalb muss er sich der Sache stellen. Und klar ist, wenn diese Ablösesumme dann kolportiert wird, dann gucken mehr Augen auf ihn und betrachten ihn immer etwas kritischer. Aber die kritischen Augen werden noch mehr werden, wenn er in der Bundesliga spielt. Und deshalb ist, da muss er durch, erst 22, sich der Sache stellen und weiter. Ich hoffe nur nicht beim letzten Spiel, dass da irgendjemand pfeift. Also der Junge hat ja einen großen Anteil daran, dass Dynamo wieder zurückgekehrt ist in die zweite Liga. Deshalb, das wäre fies. Die meisten Scorerpunkte in der letzten Saison erzielt. Trotzdem, aber die Frage lautet natürlich, in welcher Liga spielt er nächste Saison? Also Wolfsburg ist ja noch nicht ganz frei von der Rettung. Also die haben ja nächsten Samstag da so ein Endspiel in Hamburg. Ja, da bin ich selber mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Also ob Hamburg gewinnt, dann kannst du ja sogar nach Augsburg auch noch treffen. Also von daher ist das bis zum Schluss sehr, sehr spannend. Mal gucken, Hamburg kennt sich ja ein bisschen aus damit, Relegation und... ja, wie gesagt, ist schwierig zu sagen, ob Hamburg gewinnt gegen Wolfsburg. Und dann gibt es ja noch die Relegationsspiele. Gibt es auch noch mal zwei Spiele, wo alles passieren kann. Von daher, gucke ich mir das Samstag mal schön an. Ich denke mal auch, Stefan, Sie werden sich das angucken. Ich habe Sie am Samstag bei den Kollegen von Sky gesehen. Da haben Sie sich festgelegt, als gebürtiger Hamburger haben Sie gesagt, nee, der HSV bleibt dieses Mal verschont. Sie haben in Wolfsburg gespielt, Wolfsburg soll es auch nicht erwischen. Ist die Meinung immer noch so präsent am Dienstagabend oder hat sich was geändert? Ja, ich bin ja schon ein Typ, der, wenn er am Samstag was sagt, dass er am Dienstag dann auch das Gleiche sagt. Ja, und weil ich sehe sportlich und es ist natürlich brutaler Druck, das ist ja klar, für alle drei Mannschaften. Nur wenn ich das sportlich beurteile und sehe die Partien HSV gegen Wolfsburg, dann glaube ich einfach, dass die Hamburger aufgrund der zweiten Halbzeit in Schalke, ich war ja auf Schalke, haben sie wirklich richtig gut gespielt, hätten das Spiel auch gewinnen können. Deswegen werden sie Wolfsburg schlagen und ich glaube, dass Augsburg ein Riesenproblem kriegt in Hoffenheim. Weil Hoffenheim auch noch um diese direkte Quali der Champions League spielt, also und sie sind unfassbar stark in diesem Jahr, die Hoffenheimer, und deswegen glaube ich, dass Augsburg in Hoffenheim verliert und deswegen muss Augsburg in die Relegation. Wobei, Stichwort HSV, Campino, Liedsänger von Toten Hosen, Campino, der hat gesagt, wer zu oft am Beckenrand rumturnt, der fällt auch mal ins Wasser. Stichwort HSV. Naja, der HSV hat ja schon mal einen großen Vorteil, dass er Erfahrung hat, wenn er in die Relegation muss. Könnte ja auch nicht ganz so leicht werden. Eintracht Braunschweig scheint ja da... Die kommen ja jetzt aber auch nicht mit Übergepäck an Selbstbewusstsein an. Nee, das stimmt. Man kann ja schon mal 6 Stück kriegen auf der Alm. Ja. So als gebürtiger aus Westfalen fand ich es auch nicht so schlecht. Bielefeld brauche ich auch noch jeden Punkt. Nein, aber es ist so schwierig, eine Prognose abzugeben. Ich habe gestern in meiner Sendung bei Kicker TV der Talk, war Christoph Metzelder und Stefan Schnorder und Martin Max, auch drei unterschiedliche Meinungen. Manche haben gesagt, naja, der HSV spielt zu Hause, du hast das Publikum, das ist ein Vorteil. Du hast nochmal 5 Tage Zeit gehabt, die Mannschaft darauf einzustellen. Ich habe dann gesagt, naja, manchmal muss das Publikum nicht ein Vorteil sein, weil dann ist der Druck ja nochmal ein enormer, weil jeder vielleicht davon ausgeht, dass du das Spiel gewinnst gegen Wolfsburg. Augsburg hat, glaube ich, auch eine unlösbare Aufgabe in Hoffenheim. Da geht es ja möglicherweise um direkte Champions-League-Qualifikation mit Borussia Dortmund ja noch. Es ist super sauschwierig, das zu prognostizieren. Ich, von meinem Gefühl her, glaube ich, dass es den HSV trifft. Ich finde die Geschichte einfach nochmal schön. Nochmal Relegation, ja, zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Carsten, siehst du es ähnlich? Nee.
Das war eine klare Aussage. Was? Ich bin eher bei Stefan. Ich glaube, dass der HSV diesmal sehr verschont gut. ist. Und der Rucksack, den die Wolfsburger aufhaben, jetzt habe ich zum zweiten Mal den Rucksack bemüht, ist so enorm. Der Anspruch des Vereins, des Umfelds und der Mannschaft ist Champions League. Jetzt haben die den Druck, die fahren nach Hamburg. Ist ja unnormal und vor allem ungewisse Zukunft. Wie sehr engagiert sich Volkswagen da noch? Aber sie haben Mario Gomez. Sie haben Mario Gomez, okay. Ob es reicht, werden wir dann sehen. Haben Sie noch eine Meinung zum HSV? Ja, Relegation. Gut, eindeutig. Und mit Stuttgart und Hannover steigen die richtigen Mannschaften auf? Thorsten wollte sich nicht festlegen so richtig, also das war vorhin abwarten. Also ich nehme gerne noch Thorsten. Nee, wie gesagt, das ist echt schwierig. Also ich glaube auch, ja. Ich sage auch Augsburg, weil... Festlegen. Nein, ich sage Augsburg, weil Hoffenheim wirklich, da geht es ja noch um wenige Tore und die werden Feuerwerk abbrennen, so wie sie es in Bremen gemacht haben. Und ja, ich glaube auch, dass Hamburg irgendwie gewinnen wird gegen Wolfsburg und dann geht es Braunschweig gegen Augsburg. Unter Lage der Dinge steigen Stuttgart und Hannover auf. Korrekt, sind das die beiden verdienten Aufsteiger, weil sie sportlich über allen anderen standen? Naja, die Tabelle lügt ja nicht, das ist am Ende dann immer so. Nein, das ist ja so, auch wenn jetzt Braunschweig Zweiter gewesen wäre, dann hätten sie es verdient, definitiv. Wer sich in 34 Spielen dann durchsetzt, der hat es absolut verdient. Und von der Qualität her sind die beiden Mannschaften ganz weit vorne, vor allen anderen Mannschaften. Sehe ich genauso. Also auch vor der Saison haben sie ja beide gesagt, beide Vereine oder die Verantwortlichen, wir wollen aufsteigen, unser Ziel ist der Aufstieg. Damit bauen sie natürlich in gewissermaßen auch Druck auf, aber sie haben es geschafft, mit dem Druck umzugehen. Sie haben den Kader gehabt für diesen Aufstieg, also das ist schon verdient. Und ja, Braunschweig als Dritter ist für mich jetzt ein bisschen überraschend, aber ja, dann müssen sie halt in der Relegation halt gegen Augsburg, ist ja klar, Augsburg. Das wären auch zwei Spiele, da kannst du auch so eine Niederlage gegen Bielefeld, die spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Wenn du in Relegation gehst, werden die Uhren auf Null gestellt. Und das sind zwei ganz, ganz andere Spiele als die, die du denn vorher hattest. Also da werden die Karten dann nochmal neu gemischt. Also, aber Augsburg wird dann schon im Vorteil sein. Also ich merke, wir können uns eigentlich den letzten Spieltag dann schon sparen, denn wir wissen, wie die Relegation oder welche beiden Teams in die Relegation gehen. Trotzdem, warum hat denn das mit Union wieder nicht geklappt? Mitte März hatte ich so das Gefühl, als man Tabellenführer wurde, nach dem Sieg gegen Nürnberg, dieses Jahr sind sie fällig. Aber sie bleiben ein weiteres Jahr in Liga 2. Das Gefühl hatte ich auch gehabt, aber dann waren sie Tabellenführer, haben dann, glaube ich, 3 Spiele gar nicht mehr gewonnen. Und wenn man die letzten Spiele insgesamt sieht, haben sie einfach viel zu viel Punkte liegen lassen, gerade in Düsseldorf das 2-2, in der 92. Das sind halt 2 Punkte, die dir jetzt natürlich fehlen, weil dann hättest du im letzten Spieltag immer noch eine Chance gehabt. Jetzt wirst du Vierter und das ist, ja, keine Ahnung, wie Vögel ohne zu kommen wahrscheinlich. Das ist ganz schön, aber... Das musste... Kannst du das nochmal... Nein. Ja, es ist 9:30. Ja, das ist ganz schön. Kann man es Jungs mal ausdrücken? Also vielleicht... Ja, das ist nein. Ganz schön, aber irgendwas fehlt halt. Und ja, das ist wichtig, dass man das Richtige daraus schließt aus der Saison. Es war trotzdem mit Abstand die beste in der Vereinsgeschichte. Und man sollte das nach außen vernünftig kommunizieren, dass man auch für die nächste Saison vor allem nicht so viel Druck aufbaut auf die Mannschaft. Und da bin ich gespannt, wie der Verein damit umgeht. Und die Fans, glaube ich, können es schon ganz gut einschätzen und einordnen. Aber auch die Träume ist ja normal. Wenn du bis kurz vor Schluss oben dabei bist, es danach trotzdem nicht packst. Ja, ich bin gespannt, wie es nächste Saison weitergeht. Ein paar Spieler sind weg. Jetzt musst du wieder, glaube ich, 6, 7, 8 neue Spieler holen. Die müssen auch mal wieder integriert werden. Das ist alles nicht so einfach. Und ja, aber ich drücke dir natürlich die Daumen, ist ja klar. Und hoffe, dass sie eine ähnlich gute Runde spielen wie diese Saison. Haben Sie eine Idee, in jugendfreien Worten, warum es bei Ihrem Ex-Verein nicht geklappt hat? Ja, den zu toppen geht ja sowieso nicht.
Naja, ich glaube, dass es letztendlich dann auch eine Frage der Qualität ist. Ich meine, die haben irgendwann die Tabellenführung übernommen, da waren, glaube ich, noch 10 Spiele zu spielen und konnten dann ihre Leistung nicht abrufen. Das ist irgendwann auch eine Sache der Qualität. Und wir haben ja auch mal bis zum 28. Spieltag übrigens in Braunschweig, wenn wir dort gewonnen hätten, da wären wir ganz dicht dran gewesen dann mit den Spielen, wo die oberen Mannschaften gegenseitig sich noch die Punkte abnehmen, hätten wir schon eine unglaubliche Siegesserie hinlegen müssen, haben dann aber mal hochgerechnet, dann wären wir bei 60, 63 mit 8 Siegen aus 10 Spielen ungefähr hingekommen. Und wenn man jetzt mal sieht, wie viele Punkte Hannover und Stuttgart hat, dann hätte es immer noch nicht gereicht. Das zeigt also, auf den letzten Metern wurden genau diese Mannschaften so konstant und haben ihr Potenzial abgerufen. Das spricht natürlich dann auch für viel Erfahrung und viel Qualität, die sie in ihren Reihen haben. Aber trotzdem, dort in Berlin wird ja auch noch nicht mit Erdnüssen bezahlt. Also man kann gutes Geld verdienen. Man konnte auch den einen oder anderen Spieler halten, der bei Bundesligisten im Gespräch war. Also von daher sieht es ja eigentlich auch von der Grundlage richtig gut aus, in der nächsten Saison einen neuen Angriff zu starten. Das schon, aber die Spieler, die sich dieses Jahr in den Fokus gespielt haben, haben natürlich noch laufende Verträge, aber das hat ja im Fußballgeschäft ja nichts zu bedeuten. Also kann ja schon sein, dass es vielleicht noch 2, 3 Spieler rausgekauft werden, und im Fußball kann ja wirklich, wirklich vieles passieren, und von daher muss man gucken, wie man dann wirklich am ersten Spieltag da hat im Kader. Und wie gesagt, wenn sie die Mannschaft irgendwie einigermaßen halten können und noch punktuell sich verstärken können, denke ich, können sie eine gute Rolle spielen. Aber ich glaube, das zu erwarten und das ist als normal zu beziehen, ist es halt schwierig, finde ich, für Union Berlin. Zumindest noch. Ich bin tatsächlich mal auf die kommende Zweitligasaison gespannt. Jetzt nehmen wir mal das Relegationsspiel Braunschweig-Augsburg oder Braunschweig-HSV mal raus. Zwei Absteiger stehen fest mit Darmstadt und Ingolstadt. Da muss man erstmal abwarten, inwieweit sie den Kader zusammenhalten. Aber wenn ich mal so an die kommende Saison denke, so auf Anhieb hast du ja jetzt vom Gefühl her keine so eine Mannschaft in der Liga dann wie Stuttgart oder wie Hannover, auch vom Budgetären her, vom Personellen her, also die möglicherweise da vorne wegschwimmen könnte. Ich glaube, dass die zweite Liga, die schon so eng ist und gewesen ist in dieser Saison, siehe Abstiegskampf, da ist ja auch noch richtig viel gebacken, dass die auch in der kommenden Saison vielleicht noch enger zusammenrückt, weil du eben nicht so die Übermannschaft möglicherweise, sollte der HSV vielleicht runtergehen, haben sie vielleicht eine Übermannschaft, vielleicht aber auch nur, wenn Herr Kühne nicht bezahlt. Also da bin ich sehr gespannt. Also das könnte nochmal ein i-Tüpfelchen werden. Du legst dich momentan mit dem Mann neben dir an, so ein bisschen. Ne? Also der HSV steigt doch nicht ab. Ja, das könnte Stefan ab. Carsten? Aber das ist ja nicht nur die Chance für Union Berlin, sondern auch für Dresden. Absolut. Dann in der nächsten Saison. Wenn man da an den richtigen Schrauben dreht, der Mann sitzt ja daneben. Er will es natürlich nicht hören, aber stellt mal den Ton ab dann. Aber diese Ausgeglichenheit ist ja genau dieser Punkt. Und bei Union fehlte ja nur ein kleiner Schritt. Die sind dann gestolpert in der englischen Woche. Da haben sie schlecht performt. Und jetzt in den entscheidenden Spielen fehlten Polter, Skripski, Leisner am Ende. Und das sind dann die Leute, die ein solches Spiel entscheiden können. Und wenn du das dann kompensierst, und da bin ich dann bei Marco, in der nächsten Saison Ingolstadt, Darmstadt sind jetzt nicht so furchteinflößend wie Stuttgart und Hannover. Stefan, wollte ich kurz fragen, sind Ingolstadt, Darmstadt dann doch nicht die üblichen Aufstiegskandidaten, wie es vor dieser Saison Hannover und Stuttgart schon allein wegen des Namens waren? Ja, Name und Tradition spielt ja dann in dem Sinne keine Rolle. Die Frage ist dann wirklich, wie schafft es Ingolstadt, den Kader zusammenzuhalten, und wie sieht die Zielsetzung aus? Genau dasselbe bei Darmstadt. Das ist natürlich alles entscheidend. Ich glaube auch, dass die zweite Liga ein bisschen enger zusammenrücken wird im nächsten Jahr. Aber grundsätzlich sollte man sich immer Ziele setzen, die einfach realistisch sind. Und damit hältst du auch die Fans ein bisschen unten. Träumen ist ja immer erlaubt und soll auch so sein, aber die Ziele sollten immer realistisch sein und nicht irgendwie in den Himmel steigen und dann verfolgst du ein Ziel, was du nie erreichen kannst. Das ist ja auch Quatsch. Da muss man auch sagen, dass zum Beispiel Dynamo Dresden in der kommenden Saison im Vergleich zu Union Berlin 4,5 Millionen Euro weniger Fernsehgeld bekommt. Also auch da hat man ganz, ganz andere Finanzen zur Verfügung. Da bewegt sich Dynamo eher am unteren Tabellendrittel. Muss man ja, aber im Fußball ist es ja so, dann springen wir in die erste Liga, ja, mit Freiburg. Also der Etat ist... Also kreativ sein. Ja, natürlich musst du musst immer kreativ sein, aber der Etat ist ja der zweitkleinste, glaube ich, in der Bundesliga. Ja. Und wo stehen sie?
Also es ist nicht immer nur das Geld, sondern es ist wirklich dann die Kaderplanung oder die Zusammenstellung, dass du da eine Truppe hast, die wirklich marschiert, zusammenhält, zusammensteht. Und ich glaube, dass Dresden das in diesem Jahr wirklich gezeigt hat. Und ich glaube auch mit dem, was Dresden in diesem Jahr erreicht hat, sollte man wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Nochmal, träumen ist ja nicht verboten. Aber wie gesagt, in irgendwelche Ziele zu setzen, wo man vielleicht nachher an dem Druck zerbricht, das ist auch nicht gut. Definitiv. Wie funktioniert die Suche nach Neuzugängen? Wir haben dazu mal Dynamos Chefscout Christian Walter befragt. Wir sind ständig im Austausch da. Ich habe da auch zwei Chefs, die mich da quasi ständig auch fordern und fördern. Also es ist da wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Beide bringen sehr, sehr viel Wissen und selber Ideen ein, sodass der Pool immer weiter wächst. Und ich versuche dann einfach zu bündeln und einfach nach den Vorstellungen vom Trainer bzw. vom Ralf, von deren Philosophie, dann eben die passenden Spieler zu finden. Wobei wir immer auch sagen müssen, der Spieler muss zu Dynamo passen, heißt unser Motto damals nach dem Abstieg war immer erstmal Mentalität vor Qualität. Also erstmal muss der Spieler das Gefühl Dynamo leben und auch da rausgehen und zu wissen, wo er spielt. Und das gleicht sich jetzt ein bisschen an, Mentalität und Qualität, aber das Gefühl muss immer noch da sein, dass wir sagen, lieber der Spieler, der wirklich dafür lebt, als dass einer eine mega hohe Qualität hat und aber eigentlich gar kein Gefühl mitbringt. Je nachdem, ob wir jetzt viel Fluktuation haben in der Mannschaft, ich bin absolut überzeugt, dass wir die richtigen Spieler finden, die dann quasi wieder den Weg mitgehen, unseren Weg, und die mindestens genauso gut dann spielen werden. Sehen Sie es ähnlich wie Christian Walter? Ja. Bislang gibt es ja erst eine Neuverpflichtung mit Rico Benatelli von Würzburger Kickers. Ja, immer mit der Ruhe, da kommen sicherlich noch einige. Wann? Ich bin auch sicher, dass in naher Zukunft einiges bekannt gegeben wird. Aber wir sitzen doch hier so charmant zusammen, also kann ja, man auch mal Schillerkarten verkünden. Ich wollte ja was zum Christian Walter sagen. Ja, der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, ein recht junger Mann. Viele stellen sich einen Chefscout vielleicht ein bisschen älter, mit Erfahrung, viel Fußballspiele schon gesehen vor. Ich muss sagen, ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit und ja, fachlich auf ganz hohem Niveau. Er ist sehr, sehr fleißig, er ist permanent unterwegs, natürlich mit seinen Kollegen, alleine schafft man das nicht. Der Austausch ist richtig gut und ja, ich finde auch, dass es entscheidend ist, dass die Spieler zu Dynamo Dresden passen müssen. Du kannst nicht irgendeinen nehmen, nur weil er gut ist, wenn er dann hier hinkommt und dann nicht die Vorstellung von dem Verein hat, wie sie wirklich oder wie sich der Verein auch darstellt, dann wird es irgendwann schwierig und da muss man ein Gefühl für haben. Das haben wir in den letzten beiden Jahren richtig gut gemacht. Wir werden auch in diesem Jahr wieder einige Spieler verlieren, austauschen. Ich hoffe, dass wir natürlich dann genauso gut wieder unsere Sache, unsere Hausaufgaben gemacht haben, um neben Mentalität dann auch Qualität wieder dazu zu holen und die Mannschaft in der Breite, aber auch in der Spitze qualitativ verstärken. Denn möglicherweise droht Ihnen eine ganze Achse wegzubrechen mit Stefaniak, Gogia und Kutschke. Das sind 27 Tore und 9 Vorlagen. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja, letztes Jahr ist auch unser Top-Torjäger auch nach Werder Bremen gegangen mit Justin Allers. Wir haben ihn auch kompensieren können. Wir haben immer noch Pascal Testrot, der in der dritten Liga 19 Mal getroffen hat, der ein paar Verletzungsprobleme dieses Jahr gehabt hat. Und wir werden auch für ihn dann wieder einen passenden Partner finden, falls Stefan uns verlassen sollte. Wie geht der Verein jetzt am besten mit dem schwierigen zweiten Jahr rum? Wie geht er am besten in dieses schwierige zweite Jahr rein? Das ist nicht nur eine Floskel, ich habe mal nachgeschaut. Wirklich über die Hälfte aller Vereine tun sich im zweiten Jahr nach dem Aufstieg wesentlich schwerer als in der Aufstiegssaison. Mit Euphorie. Einfach diese Euphorie beibehalten. Ich hoffe, dass dieses Thema, was wir zu Beginn dieser Sendung hatten, dass das schnell ad acta gelegt wird und dass man dann diese ganze Stimmung in dieser Stadt, in dieser ganzen Region noch weiter transportieren kann. Aus dem Aufstieg, jetzt in der zweiten Liga mehr als nur angekommen, um dann nächste Schritte einzuleiten und einfach nicht darüber nachdenken, was könnte alles passieren, sondern weiter arbeiten und dann gucken, dass man möglichst alle Leute mit einbezieht und dass dann ein paar Verstärkungen kommen. Wo seht ihr vielleicht noch Handlungsbedarf bei Dynamo oder wie seht ihr das Ganze? Ich glaube, Stefan hat es eben gesagt, Realismus ganz wichtig. So wie ich Uwe Neuhaus jetzt ja auch hier erlebe, ruhig wissen, was er tut und was der gesamte Verein auch tut. Und genau an den Schrauben auch zu drehen, die notwendig sind,
Aber gehört logischerweise auch dazu. Aber nochmal, Sie wissen ja alle, wie schwierig die zweite Liga ist. Da kann es schnell mal nach oben gehen, es kann schnell auch mal plötzlich in einen Sog nach unten gehen. Man weiß nie, was so für Verletzungssorgen dazukommen, Sperren etc. pp. Also ich glaube, so wie ich das hier mitbekomme, den Eindruck, den ich gewonnen habe, man weiß, was man hier tut. Kontinuierlich weiterarbeiten, realistisch bleiben. So, und dann müssen erstmal, das ist halt immer so, die Spiele gespielt werden. Das ist ja, du weißt ja nicht, was kommt. Ja? Du hast ein eigenes Ziel, was du setzen musst, das musst du verfolgen. So, und dann weißt du letztendlich, was am Ende rauskommt. Trainer, wie gehen Sie mit der Anspruchshaltung bei manchen, sagt ja, wenn Sie jetzt letzte Saison Fünfter geworden sind, da muss es schon noch ein bisschen mehr sein. Wie gehen Sie mit dieser Erwartungshaltung um? Naja, das kommt ja nicht von uns. Natürlich können wir damit umgehen. Das ist ja auch, ist ja legitim, dass man immer von Höherem träumt, sich Dinge vorstellt, wie schön es wäre, ganz oben in der ersten Liga anzukommen. Das ist völlig normal. Aber wir geben es ja letztendlich auch irgendwo vor, mit unserer Art und Weise, mit dem Saisonziel, was wir sicherlich auch im nächsten Jahr wieder ausgeben werden. Und das wird sicherlich nicht lauten und heißen, Attacke auf Liga 1. Also, oder ist es ein anderer Trainer hier? Also ich bin es ja nicht, definitiv nicht. Nee, Sie haben ja noch Vertrag. Also das passt schon. Also das kann schon noch so ein bisschen bleiben, definitiv. Stefan, wenn wir schon mal einen Champions-League-Sieger hier im Schillergarten haben, dann wollen wir auch ein bisschen über das reden, was vor uns liegt. 3. Juni, Finale, Real gegen Juventus Turin. Toni Kroos gegen Sami Khedira, der alte Mann Buffon will endlich mal den Henkelpott mit den großen Ohren. Real will zum ersten Mal den Titel verteidigen, mittendrin auch noch ein deutscher Schiedsrichter mit Felix Brüch. Das kann eine schöne Angelegenheit werden in Cardiff. Ja, Champions League Finale ist immer etwas ganz, ganz Großes. Und Sie wissen, von was Sie sprechen. Ja. Und es stehen auch zwei Mannschaften im Finale, die es absolut verdient haben. Also das muss man auch mal sagen, Real Madrid ist verdient ins Finale eingezogen, genauso wie Juventus Turin. Das wird im Finale ja, auf ganz hohem taktischen Niveau. Ja, ich freue mich auf das Spiel. Aber ich würde jetzt nicht Toni Kroos die Daumen drücken oder Sami Khedira, darum geht es gar nicht. Sondern wer defensiv besser spielen, wenn du auf diesem absoluten Weltklasseniveau dich bewegst in so einem Spiel, wo die Entscheidung fällt, dann wird normalerweise immer derjenige gewinnen, der die bessere Defensive hat. Und da sehe ich Juventus im Vorteil. Wir fragen kurz mal Marco, ähnlich Juventus oder Real? Ach, wenn ich doch immer so eine Glaskugel hätte. Dann, wir suchen eine. Könnte ich auch die Relegation möglicherweise vorhersagen. Es ist echt schwierig. Es ist ein Champions-League-Finale. Vorher schon die ganzen Duelle ab K.O.-Runde. Ab K.O.-Runde ist es ja sowieso immer sehr schwierig zu sagen, wer da weiterkommt zumeist. Wer hatte vor der Saison ganz ehrlich gedacht, der AS Monaco, die AS Monaco habe ich ja gelernt diese Saison, kommt so weit, ja, und spielt da so einen attraktiven Fußball. Ich glaube, die wenigsten hatten tatsächlich Monaco auf dem Zettel, das muss man ganz klar mal so sagen. Klar, auch mit den Umständen in Dortmund dann weitergekommen, das wollen wir nicht weiter thematisieren. Aber da prallen natürlich zwei Giganten aufeinander mit Real und Juve, was die schon alleine für eine Geschichte haben, für eine Tradition haben, was die für eine Saison spielen, Juve in Italien. Defensiv stark, aber eben auch offensiv stark, darf man immer nicht vergessen, mit Gonzalo Higuain, mit Mandzukic, mit Dybala, auf der einen Seite hinten die alten Recken, mit Buffon, bei Real hast du, ich sag's mal, einen abgewichsten Sergio Ramos, der immer für viele entscheidende Tore gut war und ist, Varane, überragender Innenverteidiger, vorne brauchen wir auch nicht drüber sprechen, es ist. Ich kann es nicht tippen. Ich würde mich so ein bisschen, weil ich ein bisschen Fußballromantiker bin. Für Buffon freuen. Ja, ist so. Ja. Ist so. Weil, was der in seiner Karriere gezeigt hat, für Italien und für seinen Verein, für seinen Club und was er für ein Typ ist, das fände ich schon eine großartige Geschichte. Haben wir über Ronaldo schon gesprochen? Machen wir gleich. Machen wir gleich. Versprochen. Wie nehmen Sie so ein Finale wahr? Ist das für Sie. Ja, so Pflichtprogramm, sagen Sie dann in der nächsten Trainingseinheit, Mensch, Lumpi, spiel mal wie Ronaldo, oder wie läuft das ab? Aber das passt jetzt gerade mal gar nicht, aber
Natürlich, das ist mir schon klar. Natürlich ist es absolut Pflicht. Ja, ist egal, wo man sich aufhört. Ich werde wahrscheinlich im Urlaub sein. Ja, ist egal, wo ich bin. Ich werde es gucken, definitiv. Das ist die große Frage, weil wir jetzt Ronaldo erwähnt haben. Es geht ja aktuell in den letzten Jahren immer nur darum, Ronaldo oder Messi, wer wird Fußballer des Jahres? Wie ist denn eure Meinung? Wir diskutieren das immer hin und her bei uns in der Redaktion. Wird mal von jedem kurz abfragen, wer wen vorne sieht und aus welchen Gründen. Thorsten? Definitiv Messi. Warum? Weil er für mich noch viel öfters die Mitspieler sieht und ihm egal ist, ob er jetzt 3 Tore macht oder nicht und Ronaldo eine komische Art auf dem Platz hat. Also ich kann den Jungen nicht ab. Wie gesagt, das sind mit Abstand die beiden besten Fußballspieler der Welt. Darum geht es nicht, aber vom Typen her auf jeden Fall Messi. Ich bin immer hin und her gerissen. Also ich tendiere auch eher zu Messi, weil ich seine Art und Weise, wie er sich auch in die Mannschaft eingibt, deutlich angenehmer finde und von der Qualität her tun sich, glaube ich, beide nicht viel. Ronaldo ist natürlich eine Tormaschine ohne Gleichen. Das ist unfassbar. Die Art und Weise mag ich auch nicht unbedingt. Also trotzdem möchte ich ihn in der Mannschaft haben. Ach, da fahren wir mal nach bei dir. Stefan? Also erstmal sind beide zu Recht. Seit Jahren wechseln sie sich ab um die Krone des Weltfußballers. Völlig zu Recht, was die bringen Jahr ein Jahr aus. Sie werden Jahr für Jahr gejagt von so vielen Abwehrspielern und trotzdem erzielen sie immer ihre Quote. Das ist außergewöhnlich. Ich würde mich entscheiden für Ronaldo. Einfach auch aus dem Grund, wir haben ihn ja auch gesehen bei der EM 2016, da kam er für mich absolut sympathisch rüber und authentisch rüber, was er da auch gemacht hat vor dem Spiel mit dem Quote, mit dem Zuschauer. Ja, und ich glaube, ihn zu beurteilen, da müssten wir ihn eigentlich persönlich kennen. Das tut keiner von uns hier am Tisch. Aber ich würde plädieren für Ronaldo, weil er ja einfach unfassbar gut ist. Das ist Messi auch, aber ja, ich würde ihn in meine Mannschaft nehmen. Hatte nur kurz gelächelt, weil ich im Hintergrund noch im Gedächtnis hatte, dass er auch einem Journalisten mal das Handy aus der Hand gerissen hat bei der Europameisterschaft und dann einfach in den nächstliegenden Teich geworfen hat. Ja, aber das wird mit Sicherheit einen Grund haben. Es sind ja nicht alle Journalisten so wie du. Danke. So nett. Danke. Es gibt ja auch andere. Marco? Danke. Marco, Messi, aber es war nur das Mikro, ja? Ja. Ich tue mich tatsächlich mit dem Vergleich tatsächlich schwer. Aber wir legen uns fest. Nee, weil, ich sag doch warum. Weil sie spielen eigentlich ja nicht auf der exakt identischen Position. Das muss man auch mal sagen. Ich habe das Klassiko gesehen, ich weiß nicht wer noch. Das war eines der besten Fußballspiele, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe, jetzt in dieser Saison in Bernabeu. Und da hat man ganz genau gesehen, wie unterschiedlich auch die Positionen interpretiert werden. Lionel Messi, der viel öfter auch mal sich fallen lässt, aus dem Mittelfeld rauskommt, selbst das Spiel ein bisschen ankurbelt. Ronaldo, der sich dann alleinstehend irgendwann mal über seine Abwehr aufregt und dann nicht so mit eingreift in die ganze Geschichte. Also so richtig ein reiner Vergleich, das fällt mir immer sehr schwer. Aber die Torquote ist bei beiden unmenschlich. Ich glaube, Ronaldo hat, ich weiß es nicht, ich glaube 400 Spiele, Madrid über 500 Torbeteiligungen so grob. Messi hat noch ein paar mehr für Barcelona erzielt. Von wem wird es ein Trikot holen? Ach Gott, ey. Auch von Aubameyang wäre es auch gut. Also, mir fällt das echt schwer, okay, weil beide Profis durch und durch sind, kaum verletzt sind. Ich würde sagen, wenn ihr mich entscheiden müsst, Messi. Gut. Carsten, kurz. Im Moment Ronaldo, weil er liefert im Moment, es sind die entscheidenden Spiele, er wird beobachtet, sein Gehabe mag ich auch nicht, aber er macht die Tore, er ist in den Momenten da und deshalb im Moment Ronaldo. Stefan, Stichwort Champions League, es gibt 4 Spieler, die auch mal das Dynamo-Trikot getragen haben, die diese Champions League gewonnen haben, Sammer, Starke, Zickler und Jeremis. Ein Wort von Ihnen vielleicht zu Jens Jeremis, der hat 2015 im Sommer die Bayern zum Beispiel nach Dresden geholt. Der lebt Dynamo Dresden, ist oft im ganz normalen Zuschauerblock, schaut sich die Spiele an, hat die Leidenschaft zur SGD auch eintätowiert, ein großes Tattoo auf dem Oberarm. Was können Sie uns über Jens Jeremis sagen? Nein, also ich habe ihn immer gerne an meiner Seite gehabt.
ja, war ja der zweite Sechser und ja, auf dem Platz einer, auf den du dich 100% verlassen kannst, der immer fokussiert war, der wusste, worum es ging, er hat sich geopfert im Champions League Halbfinale damals gegen Real Madrid. Und darüber hinaus menschlich auch wirklich eine Vollgranate im positiven Sinne. Also, und das wundert mich nicht, dass er nach wie vor hier Beziehung hat zu Dynamo Dresden. Das ist ein ganz authentischer Junge. Er lebt ja in München. So ab und zu begegnen wir uns mal. Aber ja, ich treffe mich immer gerne mit ihm, unterhalte mich gerne mit ihm. Das ist echt noch ein Typ des alten Schlags. Sagen Sie ihm einen schönen Gruß. Wir würden ihn gerne mal im Schönergarten hier begrüßen. Die große Überraschung war, als Champions-League-Sieger im Oktober 2015 nach Paderborn, nach Ostfalen zu gehen, Ostwestfalen zu gehen. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ganz kurz. Nein, auch nicht kurz. Okay. Nächsten Zettel. Reden wir über die Zukunft. Reden wir über die Zukunft. Ist das schon klar, was Sie machen werden, Trainer, Sportdirektor, TV-Experte? Können, tun Sie alles. Ja, ich gehe nach Paderborn. Wie seht ihr denn, Stefan? Sie haben neulich bei den Kollegen vom Doppelpass gesagt, auch Sportdirektor beim FC Bayern. Nein. Ich werde dem Fußball immer verbunden bleiben, das ist ja klar. Und die Tendenz geht wohl dahin, dass ich zurückkehre zum Fernsehen. Okay. So, mehr kann ich nicht sagen, möchte ich auch nicht. Okay. Aber das ist ja auch eine reizvolle Tätigkeit, dann wieder als Experte zur Verfügung zu stehen. Also dort werden Sie, in dem Metier werden Sie ja auch sehr geschätzt. Ja, man bleibt dem Fußball verbunden, man sieht tolle Spiele. Das macht unwahrscheinlich viel Spaß auch. Und warum sollte man etwas nicht machen, wenn man ein Angebot bekommt, genau für das, was einen so viel Spaß macht? Definitiv. Ich will trotzdem Ihren ehemaligen mit Partner in Paderborn, Michael Born, jetzt kaufmännischer Geschäftsführer von Dynamo Dresden, kurz nochmal zu Wort kommen lassen. Er hat sich zu Ihnen geäußert. Ich muss sagen, ich habe Stefan als einen sehr sympathischen Menschen kennengelernt, mit dem ich sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe. Ja, gerade auch am Anfang hat es wunderbar funktioniert. Dann sind leider einige Dinge passiert, die auch nicht unbedingt in der Verantwortung von Stefan lagen, die es ihm unheimlich schwer gemacht haben. Aber wir haben uns damals im Vorfeld sehr, sehr lange auch mit Ottmar Hitzfeld unterhalten. Ich glaube, Stefan hat als Trainer auch noch einen Weg vor sich. Und als Mensch ist er vielleicht ein bisschen anders, als er auf den Medien dargestellt wird. Er wird oft als sehr impulsiv dargestellt, aber ich habe Stefan als einen Menschen kennengelernt, der auch sehr nachdenklich sein kann, der sich selbst auch sehr stark hinterfragt, wobei er gleichzeitig natürlich schon diese Gene in sich hat, voranzugehen, und deshalb hat er, glaube ich, auch als Sportler diese Riesenerfolge mit Bayern München und anderen Vereinen erreicht. Weil er das gesagt hat, muss man sich manchmal, wenn man permanent in der Öffentlichkeit steht, auch mal so eine Schutzmaske aufsetzen? Das ist ja immer die Frage, wie dann doch die Medien zum Teil wirklich Dinge auch transportieren. Und damit muss man leben. Man ist gerade zurück und ist schwierig. Man ist halt dann irgendwann in so einer Schublade drin. Und die werden halt von den Medien dann doch oft immer wieder bedient, und da rauszukommen ist verdammt schwierig. Aber wichtig sind für mich solche Dinge, so was Michael auch gerade gesagt hat, dass man, wenn man mich kennenlernt, glaube ich, sieht, dass der gar nicht so ist, wie es in der Öffentlichkeit immer hingestellt wird. Ich glaube, das können wir heute hier bestätigen. Wie viele Selfies und Fotos müssen Sie so pro Tag schießen oder werden mit Ihnen geschossen? Zwei. Okay, das geht doch. Das ist doch im normalen Bereich. Aber ganz ehrlich, sterben so Typen wie Stefan Effenberg aus im heutigen Fußballgeschäft? Wird ja viel geredet. Wir wollen gleich auch über Thorsten Matuschka reden. Ob es noch solche Typen mit solchen Aussagen, Freunde der Sonne, gibt, oder ist das so, früher war alles besser, Gejammere? Ach ja, also ich tue mich da auch mal ein bisschen schwer. Das ist ja schon eine endlose Diskussion seit Jahren. Die Typen sterben aus und wir brauchen doch wieder Typen. Und wenn ich da mal so einen Typen sehe, dann wird plötzlich wieder draufgehauen, wenn er sich mal im Ton vergreift. Und dann heißt es wieder, was hat der wieder verbrochen und gesagt. Dann sind Typen doch plötzlich wieder nicht gefragt. Ich glaube, die Zeit, die hat sich tatsächlich verändert. Wir leben heute in einer Zeit,
der sozialen Netzwerke. Die Profis können ja kaum mal vor die Tür gehen und dann sind sofort die Handys gezückt und Fotos werden gemacht. Das ist ja viel, viel gläserner geworden. Wir haben unglaublich viele Medien inzwischen, die über den jeweiligen Spieler, über den Verein auch berichten. Und es wird halt hier und da mit Sicherheit zu viel reglementiert. Berater haben natürlich sehr viel Macht inzwischen gewonnen, was auch nicht immer wirklich förderlich ist. Sie entziehen so ein bisschen auch den Vereinen hier und da eine gewisse Verantwortung, die Berater. Ich will jetzt ja auch nicht alle über einen Kamm stellen, um Gottes Willen. Aber manchmal ist mir diese fehlende Typdiskussion auch manchmal ein bisschen geheuchelt. Also lass sie laufen, wenn wir Typen haben, dann kommen sie schon. Aber man sollte dann auch die Typen, wenn sie mal da sind und was öffentlich sagen, auch nicht sofort niedermachen. Nehmen wir so zur Kenntnis. Einen Typen haben wir heute hier auch noch auf dem Podium mit Thorsten Matuschka, der schon den Satz des Abends von sich gelassen hat. Und in 10 Tagen erscheint ein Buch über ihn, geschrieben vom Berliner Journalisten Matthias Koch. Thorsten Matuschka, Kultkicker mit Herz und Plauze. So groß ist die Plauze heute nicht. Sie haben 7 Jahre mit dem Thorsten zusammengearbeitet und wurden im Buch auch zu ihm befragt. Wissen Sie, was Sie als erstes geantwortet haben, als Sie ihn zu ihm gefragt haben? Was ihm zu ihm einfällt? Ich weiß nicht mehr, was ich mir ausgedacht habe, nee. Was fällt Ihnen als erstes, oder was, an was erinnern Sie sich als erstes, wenn Sie an Thorsten Matuschka denken? Natürlich an den ersten Eindruck. Nein, die Antwort war an Übergewicht und einen geilen Zocker. Das war mein erster Eindruck. Sie hat nicht das größte Kompliment mit dem ersten Wort, mit dem Übergewicht. Naja, ich war auch nicht der Erste, der es entdeckt hat. Also Ede Geier hat ihn mal, glaube ich, erstmal 10 Kilo abspecken lassen, bevor er am Training teilnehmen durfte. Und das war noch vor meiner Zeit. Thorsten, Sie haben nicht nur eine Plauze, sondern Sie haben auch wirklich ein gutes Füßchen gehabt. Freistoßtore konnte man sich hier in Dresden leidvoll davon überzeugen. Das ist auch so zu Ihrem Markenzeichen geworden. Sind Sie mit dem Buchtitel konform? Ja, natürlich. Den haben wir uns ja zusammen ausgedacht. Also von daher, weil es ja nun mal so ist, also meine Karriere an sich war jetzt nicht die normale. Ich bin nicht von der C-Jugend bis in der A-Jugend alles durchgelaufen. Ich bin mit 14 von Energie Cottbus weggegangen aufs Dorf zu meinen Kumpels und bin mit knapp 21 wieder zur Energie gekommen. Da auch erstmal in der Oberliga mit 97 Kilo, Glatze, Piercing, also... Es war dann schon jetzt, wie gesagt, nicht das ganz Normale. Hab dann irgendwie die Kurve bekommen und hab natürlich mit dem Autor, seitdem ich bei Union war, 2005, seitdem sehr, sehr viel Kontakt gehabt und hat mich mal 2010 oder 2011 gefragt, ob wir mal sowas machen wollen. Da habe ich gesagt, ja klar, können wir ruhig machen, kein Ding. Und jetzt ist es halt soweit. Ein paar alte Geschichten, ein paar Bilder und ja, alles mal ein bisschen aufgeschrieben, wie alles so gelaufen ist und ja, ich denke, ich habe noch irgendwie das Beste daraus gemacht. Und natürlich auch dank Uwe, ich jetzt nicht nur, weil er jetzt hier neben mir sitzt, aber er hat mich geprägt als Spieler und mich zu ihm gemacht, was ich geworden bin, zumindest im Unterhaus der zweiten Liga. Und von daher, er wusste immer, wie er mich zu nehmen hat, also menschlich. Und ich denke, ich war wahrscheinlich nicht immer einfach, aber ich war auf jeden Fall geradeaus und habe meine Meinung gesagt und hat vielleicht Uwe auch nicht immer gefallen, aber ich habe immer versucht, an die Mannschaft zu denken und das maximal für die Truppe auszuholen und wie gesagt, war vielleicht nicht immer vom Jargon immer das Optimale, aber wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und auch sehr, sehr viel Erfolge. Bitte schon mal vormerken, wenn wir den nächsten 1953-Talk mit Thorsten Matuschka machen, der geht dann erst 23.53 Uhr los. Dann war da noch die Geschichte mit dem Mannschaftsfoto 2010, also unter dem Kapitel Lausbubengeschichten. Einfach mal blank gezogen und Sie haben ihn trotzdem zum Kapitän gemacht. Also einfach war es nicht. Also wir hatten, glaube ich, 2 Tage vorher das Gespräch gehabt, ob ich mir das vorstellen könnte und das Uwe überlegt. Und bei dem Mannschaftsfoto ist halt ein Journalist hinter uns rumgelaufen und ich kannte ihn halt nicht und habe gesagt, zu meinen Jungs, jemand kommt, den zeige ich jetzt mal mein Po. Das einzig Feste an meinem Körper und er hat natürlich abgedrückt und nächsten Tag war es in jeder Zeitung Berlin und da habe ich natürlich erstmal gedacht, okay, das war es jetzt wahrscheinlich und aber ich habe ja auch zu Uwe gesagt, also wenn es darum geht, bin ich wahrscheinlich nicht der optimale Kapitän, aber ich denke, wenn es auf dem Spielfeld losgeht, dass ich eigentlich fast immer da war und ja, und im Endeffekt ist das eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Fanden Sie ganz dufte, oder? Dass er das gemacht hat.
Nein, ich kannte ihn ja vorher auch schon. Es war ja nicht das erste Jahr, wo ich da war. Wir haben ja ein bisschen Anlauf genommen. Ich habe ja vorher einen anderen Kapitän versucht. Aber irgendwo, für mich ist ja wichtig, dass erstmal auf dem Platz jemand steht, der die Mannschaft führt, der sie nach vorne peitscht und nach vorne trägt, großen Einfluss auch innerhalb der Mannschaft hat. Das hat er in allen Beziehungen, in allen Belangen, dass viele Dinge da natürlich ja, auch lustige Art und lustig, auf lustige Natur, so wie wir ihn heute Abend auch kennenlernen, es ist jetzt nicht aufhört, so ist er eben halt. Da muss man zu jeder Sekunde mit rechnen. Wenn man damit umgehen kann, hat man einen tollen Menschen vor sich. Das ist definitiv so. Und sportlich sieht es ja auch richtig gut aus. Sie kicken noch bei Kliniker, 1:0 am Wochenende gewonnen gegen Wismar und damit könnte es den Durchmarsch geben, direkt in die Regionalliga. Sie sind Tabellenführer. Ja, wir haben noch 3 Spiele, 3 Punkte Vorsprung und wir versuchen aufzusteigen und durchzumarschieren. Mal gucken, ob uns das so gelingt. Carsten, für dich gibt es Anfang Juni noch die andere sportliche Leidenschaft, die Champions League Final Four in Köln, leider ohne deutsche Beteiligung. Ja, leider ohne deutsche Beteiligung. Es war ja knapp. Flensburg und Kiel waren nah dran dann im Viertelfinale, haben dann allerdings auswärts ihre Aufgaben nicht machen können. Und deshalb haben wir ein Final Four ohne deutsche Beteiligung. Aber es sind trotzdem Top-Mannschaften mit dabei, mit Skopje, mit Westbrem, mit Paris. Und es ist einfach ein Riesen-Event in Köln. Also wer sich für Handball interessiert, ist gerne eingeladen bei Sky. Erstes Juni-Wochenende. Marco, du wirst ab August die Bundesliga bei Eurosport kommentieren, aber auch der Sommer ist richtig gut noch gefüllt. Es gibt noch ein WM-Qualifikationsspiel mit der deutschen Nationalmannschaft. Das Entscheidende. Das Entscheidende. Ja, gegen San Marino. Oh, ja. Wow. Das wird eine enge Nummer, glaube ich. Ja. Eine ganz enge Nummer. Ich lege mich mal und lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, das gewinnt die deutsche Nationalmannschaft. Bin gespannt, mit welchem Kader. Ja, das erfahren wir ja morgen. Der wird reichen. Ja. Richtig, ich denke, der wird reichen. Und dann Nachwuchsfußball heute Abend. Das ist wirklich toll, dass du zu uns gekommen bist. Du verzichtest aktuell auf das Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft U17 gegen Spanien. Ja. Und dann gibt es im Juli die U19er Europameisterschaft mit dem Dresdner Torhüter, mit Markus Schubert. Auch da wirst du ja mit am Mikrofon sitzen. Möglicherweise, es ist noch nicht so ganz safe. Bis dahin. Aber Eurosport wird es übertragen. Ja, genau. Wir stehen ja da seit Jahren schon für, dass wir den Juniorenfußball wirklich immer stets begleiten, durch sämtliche Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Wir haben jetzt U17-EM, dann kommt die U20-WM, U19-EM. Also da muss man ja auch mal sagen, da ist es dann tatsächlich so schwarz oder weiß. Wir fragen uns immer, okay, was kommt denn so nach? Und jetzt müssen wir wieder einen Stoßstürmer haben, da muss einer entwickelt werden, dann fehlt wieder ein Außenverteidiger. Jede Junioren-Nationalmannschaft hat sich ja wieder für ein Turnier qualifiziert. Das ist schon mal eine große Leistung. Also da fragt mal zum Beispiel in den Niederlanden nach, da ist es nicht immer so gewesen. Jetzt haben es die Portugiesen mal nicht geschafft. Also es ist eine großartige Arbeit, die da nicht nur im Verband gemacht wird, sondern eben gerade bei diesen Vereinen, ob das jetzt Dresden ist, da werden die Hausaufgaben gemacht und da wird eine richtig gute Arbeit vollzogen. Und dementsprechend ist das immer wieder toll zu sehen, wer dann auch irgendwann mal oben ankommt. Schon Schallschutz für den Sonntag in der Gästekabine angebracht. Es geht gegen Arminia Bielefeld. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Der Co-Trainer von Arminia Bielefeld, Carsten Rump, hat am letzten Wochenende vor dem Spiel aber mal ordentlich einen rausgelassen. Und ihr müsst mir jetzt ein Versprechen hier ableisten, dass ihr für eure Familie alles geben, in den 90 Minuten, für eure Familie, für eure Kinder, werdet ihr jetzt da draußen ankern, von Anfang bis zum Ende. Und wir werden das Spiel gewinnen. Was sprecht ihr denn aus? Ja! Als ich das gestern gesehen habe, habe ich mich gefragt, hat Stefan Effenberg die Mannschaft in Paderborn auch so heiß gemacht? Also ich sag mal so, Ottmar Hitzfeld war anders. Ja. Ja. 6-0 gewonnen, oder? Definitiv, alles richtig gemacht. Das kostet viel Energie so. Ja, kann man auch nicht so häufig machen, oder? Einmal. Keinen Fall, sollte man auf keinen Fall, weil du musst immer die Mischung halt haben, wie du die Jungs denn ansprichst. Grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, schon auch mal emotional zu werden, aber grundsätzlich doch eher sachlich.
Und mal sehen, was in Ostwestfalen alles so drinsteckt. Ne? Von wegen Sturköpfe und so weiter, die können mal richtig aus dem Sattel gehen. Das ist schon. Ja, hoffentlich ist der Abend noch ganz. Ostwestfalen eine komplette Überraschung gerade gewesen. Tja, gibt ja auch noch was gut zu machen mit Bielefeld. Sie kennen die Geschichte sicherlich mit der Arminia, den letzten Spieltag. Da gibt es eine Vorgeschichte. Ja, und dieser Carsten Rump, das war derjenige, der uns aus dem Pokal rauskam. Der hat gerade die Mannschaft übernommen. Aber der kann nicht das Ganze, die ganze Zeit so geschrien haben, dann hätte er jetzt keine Stimme mehr. Also damit muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig umgehen. Urlaub schon geplant? Ich, ja. Urlaubsziel? Verraten Sie es uns? Mallorca? Sehr schön, sehr schön. Also das klingt spannend. Im ruhigen Mallorca, oder trifft man sich am Ballermann? Das wäre überraschend für mich. Nein, Sie werden mich nicht treffen. Eine Nachricht ist mir noch wichtig. Ich habe es gerade über den Knopf im Ohr erfahren. Justin Eilers, Dynamo-Spieler, letztes Jahr Torschütze vom Dienst, hat sich heute im Training bei Werder Bremen einen Kreuzbandriss zugezogen. Justin, von dieser Stelle, toi toi toi, auf dem langen Weg zurück. Du packst das und unsere besten Wünsche aus Dresden sind definitiv bei dir. Ist so, oder? Also da drücken wir den Justin wirklich nur die Daumen, dass er schnell wieder auf dem grünen Rasen steht und dass er dieses halbe Jahr durchsteht. Ja, definitiv. Er hat ja schon Verletzungspech gehabt, als er nach Bremen gegangen ist. Hat noch keinen Einsatz oben gehabt. Er hat sich die Sache sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Und ja, diese Verletzung ist natürlich schon bitter. Jetzt muss er ein halbes Jahr richtig arbeiten, dann geht es wieder weiter. So sieht das aus. Jetzt wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abschluss des Fußball. Der Fußballsaison eine schöne Sommerpause und freue mich, wenn wir uns dann Ende Juli hier im Schillergarten wiedersehen, durchaus namhaft auf die neue Saison vorausschauen. Danke an die tollen Gäste hier oben auf dem Podium, hat großen, großen Spaß gemacht. Danke an das gesamte Team, das diese erste Open-Air-Sendung heute hier im Schillergarten möglich gemacht hat. Danke an ein tolles Publikum, schön, dass Sie heute Abend hier im Schillergarten bei uns zu Gast waren. Einen guten Abend vom Blauen Wunder in Dresden.